Ich denke mal, gerade noch mal diese Kosten-Nutzen-Rechnung, die wird gar nicht irgendwie publiziert, weil man steigert es dann so, dass es gar kein Entrinnen gibt, weil wir werden alle sterben, letzte Generation und so weiter. Es gibt nichts Neues mehr, weil dieser Planet wird verglühen oder überhitzen, kochen oder ähnliches. Und deshalb wird so eine Kosten-Nutzen-Rechnung meiner Ansicht nach gar nicht so richtig aufgestellt, weil man sagt, man muss es, koste es, was es wolle, man muss es einfach tun, weil sonst überleben wir nicht. Aber genau dieser Punkt ist eigentlich die gefährlichste Sache, die jeder Staatsrechtler einem sagt. Wenn nicht mehr eine Abwägung von Grundrechten und sonst was stattfindet, sondern wenn etwas verordnet wird, weil es alternativlos, wie mal eine Kanzlerin in Deutschland sagte, sei, dann ist die Demokratie zu Ende. Und wer also so zugespitzt eine Diskussion führen möchte, auch in der Klimadebatte, der muss aber auch ehrlicherweise zugeben, dass er keine Demokratie möchte. Und wollen wir das? Aber die sagen das ja offen. Das wird ja offen gesagt. Weil diese eine Dame in dem Klimasymposium, das ist ihr egal, wie die Menschen leben oder wie sie sich einschränken, zurück zur Kriegswirtschaft. Und ich möchte noch was sagen im Anschluss an Sie, Herr Dr. Hammer. Sie sagen eben, der Bezug zur Bevölkerung ist verloren gegangen. Organisationen wie die EU regiert durch und so weiter. Das Perfide an dem Ganzen ist ja, dass wir Steuerzahler das bezahlen, was dann gegen uns gerichtet wird. Und ich glaube, es muss jetzt einfach einmal auch von vor allem alternative Medien, wir machen das auf eins, klargestellt werden, diese Politiker leben von unserem Geld und sie haben sich gefälligst an unseren Wünschen und Interessen zu orientieren und nicht an jenen der UNO, der WHO, der EU und sonstigen schwindigen Organisationen.